You are starting with a series on the book of Acts. Ja, ihr, so habe ich das mitbekommen, startet jetzt gerade eine Predigtserie über die Apostelgeschichte. I love the book of Acts. Und ich liebe die Apostelgeschichte. Over this last week we had the privilege of traveling through Germany. Über jetzt die letzten fast anderthalb Wochen hatten wir das Vorrecht und durften in Deutschland umherreisen. And we saw the most beautiful churches. Und wir haben dort die richtig die schönsten Kirchengebäude durften wir sehen. There were paintings and there were these beautiful stained glass windows and a lot of relics in these churches. Ja, da waren gab's die wunderschönen Bilder und es gab diese Kirchenfenstergläser und auch die Relikte. Die dort aufgehoben sind. And they were all of the saints, all different saints. Und all die Statuen, Relikte, die handelten von den unterschiedlichen Heiligen. And when I thought of this morning and reading through the book of Acts. Und wenn ich an heute Morgen gedacht hatte und jetzt auch an die Apostelgeschichte. I realized they were normal people. Dann stelle ich fest, es waren ganz gewöhnliche Leute. Yeah. So the saints in the book of Acts were normal people. That had an abnormal experience with God. Ja, die Heiligen, die wir jetzt so anschauen, in der Apostelgeschichte waren sie normale Leute, gewöhnliche Leute mit einer ungewöhnlichen Gegenwart Gottes in ihrem Leben. They were normal people filled with the Holy Spirit. Ja, waren ganz normale Leute, aber erfüllt mit dem Heiligen Geist. So walking through churches that are 500 or 1000 years old, I was wondering, where are the stories of today? Und während ich da rumgelaufen bin in diesen Kirchengebäude, die 500 oder sogar 1000 Jahre alt sind, habe ich mir überlegt, wo sind die Geschichten von den Heiligen heute? The word says that we are sanctified by Christ. Ja, das Wort Gottes sagt, dass wir geheiligt sind durch Christus. So we are also saints. Also sind wir auch Heilige. So we are saints, where are our stories in these churches? Also wenn wir Heilige sind, wo sind unsere Geschichten in den Kirchen? Have you ever met Saint Bastian? Habt ihr schon mal den heiligen Bastian getroffen? Saint Christoph. Oder den heiligen Christoph. And the most wonderful saint of all is Saint Carol Ann. Natürlich die absolut wunderbarste Heilige ist die heilige Carol Ann. Yeah, if we understand that we are saints, we can have the same stories. Ja, wenn wir verstehen, dass wir Heilige sind, dann können wir die gleichen Geschichten haben. The book of Acts was the story of the first saints. Die Apostelgeschichte ist die Geschichte der ersten Heiligen. But the acts of the saints has never stopped. Aber die Handlungen in der Apostelgeschichte oder die Taten, die haben niemals aufgehört. The history of Christ and his church is his story and that includes you. Ja, die Geschichte von Christus und seiner Gemeinde ist immer noch seine Geschichte, die dort vollzogen wird und du bist damit eingeschlossen in diese Geschichte. So let's look at what happened to the first saints and what we can learn from their story. Also lasst uns mal anfangen und schauen, was ist mit diesen ersten Heiligen passiert und was können wir von ihnen lernen. So we're going to read through Acts 2, but I want you to read your own story also in that story. Think of what happened to you. Ich möchte mit euch jetzt Apostelgeschichte 2 lesen, aber aus einer bestimmten Perspektive, nämlich möchte, dass du dich hineinnehmen lässt in diese Geschichte, als ob es deine Geschichte ist. So I'm going to read just portions out of Acts 2 because it's a very long portion. Ich lese das abschnittsweise, weil es ein ziemlich langes Kapitel ist. Okay, read with me. When the day of Pentecost arrived, they were all together in one place. And suddenly there came from heaven a sound like a mighty rushing wind, and it filled the entire house where they were sitting. And divided tongues as of fire appeared to them, and they rested on each of them. And they were all, every one of them, were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. Da heißt es, als der Tag des Pfingstfests anbrach, waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie saßen, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab.
So these were followers of Jesus, people that were already saved. Das waren Nachfolger von Jesus, Menschen, die schon gerettet worden sind. So the Holy Spirit has already given them new life. Ja, der Heilige Geist hat ihnen schon neues Leben gegeben. But it says here the Holy Spirit came upon them. Aber es heißt hier, dass der Heilige Geist auf sie kam. And it filled them. Und erfüllt hat. They were baptized in the Spirit. Sie wurden getauft im Heiligen Geist. Now let's read how the people responded after this happened. Ja, lasst uns weiterlesen, wie die Leute darauf reagiert haben, als es passiert ist. And they were amazed and astonished, saying, "Are not these who are speaking Galileans? And how is it that we hear each of us in our own native language? Parthians and Medes and Elamites and residents of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia and Deutschland and South Africa." No, it's not written there. But it could have been. Ja, fassungslos riefen sie, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir sind Parther, Meder, Elamiter, wir kommen aus Mesopotamien, aus Judäa, aus Kappadokien, aus Pontus und aus den Provinzen in Asien und Deutschland und Kapstadt. So. And then Peter started preaching to these people. Und als das passiert ist, hat Petrus angefangen, zu den Leuten zu predigen. And he quoted scripture. Und er hat da auch Wort Gottes zitiert. In Joel 2, verse 32, we read a quote in verse 21. Und in Joel 2, da lesen wir ein Zitat. And it shall come to pass that everyone who calls upon the name of the Lord shall be saved. Und da heißt es, jeder, der nach dem Namen, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. So Peter shared with them the story of Jesus. Petrus hat das Leben von Jesus mitgeteilt. He told them about the miracles. Er hat ihnen erzählt von den Wundern. He told them that they crucified him. Er hat ihnen erzählt, dass sie am Ende Jesus gekreuzigt haben. But that Jesus was raised from the dead. Aber dass Jesus von den Toten auferstanden ist. And then we read how they responded to this message. Und danach lesen wir, wie sie auf diese Botschaft reagiert haben. Now when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, "Brothers, what shall we do?" And Peter said to them, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. For the promise is for you and for your children and for all who are far off, everyone whom the Lord our God calls to himself." Even those that are far off, that includes us. Und reagiert haben sie folgendermaßen. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder, fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage, sie gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zum Glauben an Jesus rufen wird. Und so wie Petrus das gesagt hat, haben sie tatsächlich all das getan und die erste Gemeinde, die erste Kirche wurde geboren. And then we read in verse 44. Und dann lesen wir weiter in Vers 44. So those who received this word and were baptized, and they were added that day around 3,000 souls, and they devoted themselves to the apostles' teaching, the fellowship, the breaking of bread, and prayers. And awe came upon every soul, and many wonders and signs were being done through the apostles. And all who believed were together and had things in common. And then in verse 46, and day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes. Two things. They received their food with glad and generous hearts, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to their number day by day those who were being saved. Und da heißt es, diejenigen nun, die seine Botschaft annahmen, ließen sich taufen. Und an jedem Tag wurden etwa 3000 Personen hinzugefügt. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber eine tiefe Ehrfurcht über alle,
Und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Und dann in Vers 46 heißt es, und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel, das erste, und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten sie die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. There are so many principles that we can learn from this one portion of scripture. Da steckt so viel an Prinzipien und an Dingen drin, die wir aus dieser Bibelstelle hier lernen können. I just want to highlight four this morning. Ich möchte mit euch in vier von diesen Prinzipien hineingehen. The first one is they waited. Das erste, was wir hier sehen in dieser Textstelle, ist, dass sie gewartet haben. They met together and they waited. For in obedience. Ja, die haben sich in Gehorsam haben sie sich Gott gewidmet. The second thing we read is they believed. Das zweite von dem, was wir hier reden, ist, dass sie geglaubt haben. What they heard, they believed, and then they followed, and that followed faith. Ja, was sie gehört haben, dem haben sie geglaubt und vertraut und sind dadurch vorwärts gegangen. The third thing was they received. Und das dritte, was wir lesen, ist, dass sie empfangen haben. They received the gospel. Sie haben die gute Nachricht empfangen. They received that the word that was shared with them. Ja, sie haben das Wort empfangen, das mit ihnen geteilt wurde. They received the baptism. Sie haben die Taufe empfangen. And they received the gift of the Holy Spirit. Und sie haben die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. And then the fourth thing that happened. Und die vierte Sache, das vierte Prinzip. They acted upon what they heard. Sie haben das, was sie gehört haben, auch in die Tat umgesetzt. They spoke in tongues. Die haben in Sprachen geredet. They shared the word. Sie haben die gute Nachricht mitgeteilt. They devoted themselves. They committed themselves. Sie haben sich verpflichtet, haben sich Jesus gewidmet. To the teaching of the apostles. Und auch der Lehre der Apostel. The fellowship between each other. Sie hatten die Gemeinschaft miteinander. The breaking of bread. Sie hatten das Brechen des Brotes, sie haben Abendmahl gefeiert. They prayed together. Sie haben zusammen gebetet. And signs and wonders followed. Und dann sind auch Zeichen und Wunder passiert. So what are the four things? They waited, they believed, they received and they acted. So das sind diese vier Dinge. Sie haben gewartet, sie haben geglaubt, sie haben empfangen, sie haben gehandelt. So how do we as modern day saints respond? Ja. Und jetzt ist die Frage, wie wir als moderne Heilige, als Heilige heute auf diese Prinzipien reagieren. We wait on God. Ob wir auch warten. Wir warten auch auf Gott, ja. We believe in him. Wir glauben auch an ihn. We receive the gift of the Spirit. Wir empfangen auch die Gabe des Heiligen Geistes. And we act in the power of the Spirit. Und auch wir handeln in der Kraft des Geistes. So our everyday lives, at home, at church, at work, in our community, we act at the life of Christ. In unserem ganz gewöhnlichen Leben, zu Hause, in unserer Nachbarschaft, in unserem Arbeitsplatz, wir tun die Dinge im Namen von Jesus. The next few weeks we're going to study the book of Acts. Ja, die nächsten Wochen, Monate werdet ihr eintauchen in die Apostelgeschichte. And I want to challenge you with two questions. Und ich möchte euch mit zwei Fragen herausfordern, während ihr Apostelgeschichte lest. Am I living the principles which they teach? Die erste Frage ist, lebe ich diese Prinzipien, die ich da entdecke, der Lebensstil, den sie hatten? And have I experienced the life that they're talking about? Und habe ich das Leben selber erlebt? Erlebe ich dieses Leben, von dem die Apostelgeschichte spricht? Because if the answer is no, then we need to respond to that. Weil wenn deine Antwort nein ist, dann ist die Frage, wie du darauf reagierst und antwortest. We need to look at the principles and we need to gain the experience. Ja, wir müssen auf die Prinzipien schauen und einfach auch von ihren Erfahrungen lernen oder die Erfahrungen selber machen. So we go and wait and we ask God. Also werden wir warten, immer wieder und Gott fragen. And then the question would be, do we believe what he is saying? Und auch die Frage ist, glauben wir an das, was er sagt? And what beliefs do need to change? Und vielleicht ist es so, dass manche unserer Glaubensüberzeugungen, dass sie sich verändern müssen. And what do I need to receive? Und was ist das, was ich immer wieder empfangen darf? Do I need to receive the gospel still? Bin ich vielleicht an dem Punkt noch, dass ich überhaupt mal das Evangelium annehmen darf?
Do I need to receive the baptism? Geht's darum, dass ich einfach mal den Schritt gehen kann, um die Taufe zu empfangen? Or do I need the gift of the Holy Spirit? Oder stehe ich da, dass ich eigentlich weiß, ich brauche eigentlich die Gabe des Heiligen Geistes in meinem Leben? And then the last one would be, what do I need to start doing? Und das letzte wäre, wenn wir bei dem vierten sind, wäre die Frage, okay, was sollte ich denn anfangen zu beginnen? I need to step out in faith and start acting. Ja, wo liegt es an mir, einen Schritt des Glaubens zu gehen und zu handeln? This experience can sometimes be a moment of power. Und manchmal ist es, kann das einfach so ein Moment sein, wo wir plötzlich die Kraft und Veränderung erleben. But sometimes it's also a process to grow in maturity. Aber manchmal oder öfters ist es so ein Prozess des Wachstums auch in Reife. Because it needs to be our testimony. Weil am Ende müssen wir zu einem eigenen Zeugnis, zu unseren eigenen Geschichten kommen. Eugene Peterson said this following in his book A Long Obedience in the Same Direction. He made this statement: Everything in the gospel is livable. Ja, Eugene Peterson, der auch die Bibel, The Message übersetzt hat und auch hier ein Buch, der hat geschrieben oder hat da ein Zitat, wo er sagt, alles im Evangelium ist lebbar, erlebbar. As preachers, we need to practice what we preach. Ja, als Prediger müssen wir auch das praktizieren, was wir predigen. Our theme for this year is to share faith. Unser Jahresmotto hat was mit Glauben teilen, Glauben erleben zu tun. But to share your faith, you need your own acts of faith stories. Ja, aber um Glauben zu teilen, weitergeben zu können, brauchen wir unsere eigenen Glaubensgeschichten. It's interesting that the book is not called the book of theories or the book of theology. Ja. It's called the book of acts. Es ist interessant, wenn die Apostelgeschichte sind nicht benannt, dass es das Buch der Theorie ist oder das Buch der Theologie, sondern tatsächlich das Buch der Taten. Because they were living it. Weil sie es gelebt haben. We need to live it. Und wir müssen es leben. Paul made this following statement in 1 Corinthians 11, verse 1. Paulus macht im 1. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 1, folgende Aussage. Follow my example, as I follow the example of Christ. Da heißt es, folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christi. One day someone needs to write a story on the acts of the church in Stuttgart. Eines Tages muss jemand die Geschichte aufschreiben von den Taten der Heiligen in Stuttgart. Because the acts of the apostles will never end. Weil die Taten der Apostel, die sie angefangen haben zu tun, sie werden niemals aufhören. The acts of the saints, we are the saints. Ja, die Taten, die Handlungen der Heiligen werden nicht aufhören. Carol Ann is going to just take us a bit further in this journey. Ja, und Carol Ann wird uns noch einen Schritt weiternehmen jetzt auf dieser Reise in der Predigt. One of the things of the saints in Acts. Einer der Dinge der Heiligen in der Apostelgeschichte. Is they were not spectators of the gospel. Dass sie nicht nur einfach Zuschauer waren vom Evangelium, but they participated, sondern dass sie Anteil daran hatten, dass sie Teilnehmer waren. And when you go to the dictionary to see what does Acts mean according to the dictionary. Wenn man jetzt mal zum Wörterbuch gehen würde oder zum Duden und mal herausfinden möchte, was bedeutet eigentlich Acts oder die Handlungen, wie werden die denn dort definiert, die Taten? It says to take action. Da heißt es aktiv werden. To act on behalf of or speak on behalf of. Oder in dessen Namen handeln, in dessen Namen sprechen. To have an effect, influence or impact or transform. Da geht es darum, Wirkung zu haben, zu beeinflussen, eine Auswirkung zu sehen, etwas zu verändern. So I see people of faith who acted on behalf of Jesus. Das, was wir in der Apostelgeschichte sehen, sind Männer, die im Glauben gehandelt haben im Namen von Jesus. They spoke on behalf of Jesus. Sie haben im Namen von Jesus gesprochen. These are people who came to faith and then acted in faith. Das sind Menschen, die zum Glauben gekommen sind, Glauben erlebt haben und dann im Glauben gehandelt haben. And sometimes when we read the book of Acts, the title in the different translations. Ja, manchmal, wenn man das Buch der Apostelgeschichte
lesen, dann gibt es da einen unterschiedlichen Titel, je nach Übersetzung. Some say the Acts of the Apostles. Dann heißt es ja manchmal die Taten der Apostel. But some say the Acts of the Holy Spirit through the Apostles. Und manchmal heißt es dann, es sind die Taten des Heiligen Geistes durch die Apostel. And it can be intimidating to think I must speak and act on behalf of Jesus. Und es kann manchmal komisch sein und merkwürdig, wenn ich jetzt dran denke, ich muss im Namen von Jesus handeln und im Namen von Jesus sprechen. But Jesus said he was sending his spirit to empower us. Aber Jesus hat gesagt, er sendet seinen Geist, um uns zu befähigen, das zu tun. Because we were never meant to do this on our own. Ja, weil es niemals von uns verlangt wird, das alles in unserer eigenen Kraft zu tun. The Spirit leads me into all truth. He guides me. He teaches me. Ja, der Geist, der leitet mich in alle Wahrheit. Er führt mich. Er lehrt mich. And he gives me power to speak and act on behalf of Jesus. Und er gibt mir Kraft und Mut, im Namen von Jesus zu handeln und zu sprechen. In the Old Testament, the Holy Spirit was limited to a specific place, the temple. Im Alten Testament war der Heilige Geist limitiert oder in einem gewissen Ort, dem Tempel. The power of the Holy Spirit rested on specific people. Im Alten Testament war die Kraft des Heiligen Geistes auf einzelnen Menschen. But now, because of Jesus, aber jetzt, aufgrund von Jesus, the Holy Spirit is for all believers. Ist der Heilige Geist für jeden, für alle Gläubigen. And it's not limited to a moment or to a place. Es ist nicht mehr limitiert zu einem bestimmten Zeitpunkt oder einem Ort. But he is always with me. Aber er ist immer mit uns. He is always available. Er ist immer verfügbar. And he wants to empower me to live as a believer. Und er möchte uns befähigen, als Heiliger jetzt zu leben. The Spirit was given for me. Ja, der Geist Gottes wurde für mich gegeben. But it was also to rest upon me so that he could work through me. Aber es ist auch vorhergesehen, dass er wirklich auf mir ist, um durch mich zu handeln. This light bulb. Ja, diese Glühbirne. Is limited. Die ist hängt davon ab oder ist begrenzt. If it is not plugged into the power source. Wenn sie nicht verbunden ist mit der Kraftquelle. And this light bulb was not meant to function on its own. Und diese Glühbirne, die wurde nicht dafür geschaffen, irgendwo für sich alleine zu funktionieren. And just as the tongues of fire came upon each one in the story and act. Und so wie wir das in der Geschichte gelesen haben, wie der Heilige Geist mit Feuerzungen auf jeden Einzelnen kam. I believe God wants to come and empower us today. So glaube ich, dass Gott kommen möchte heute, um uns zu befähigen. To be plugged into the source. Ja, er möchte uns reindrehen in die Quelle. And together we shine his powerful light into a lost world. So dass wir sein kraftvolles Licht in eine verlorene dunkle Welt hineinleuchten können. And the Holy Spirit is for me to lead me, to guide me, to teach me. Und der Heilige Geist ist für mich, um mich zu führen und zu leiten und zu unterrichten. But it's not only for me. Aber es ist nicht nur einfach für mich da. It's for me to act on behalf of Jesus. Ich habe den Heiligen Geist, um im Namen Jesus zu handeln und zu sprechen. And I believe this morning God wants to come and do three things. Und ich glaube, dass Gott heute Morgen drei Dinge tun möchte. I believe he wants to come and ignite into each one of us for our personal benefit. Ich glaube, erstens, dass er wirklich etwas in uns entzünden möchte, die Kraft des Heiligen Geistes für uns selbst. Yeah. And Miller said just now that the Holy Spirit is for believers. Und der Müller hat gerade gesagt, der Heilige Geist ist für Gläubige. And as we were worshiping this morning, I was so overwhelmed with the story of a father waiting for the lost son. Und als wir heute Morgen im Lobpreis waren, da wurde ich so überwältigt von dieser Geschichte mit dem Vater und dem verlorenen Sohn. And even today the father is waiting for his children to come home. Und auch heute ist der Vater noch am Warten, damit seine Kinder nach Hause kommen. And are we willing to speak and act on behalf of Jesus to help show the light and show the way to the Father? Und sind wir bereit,
im Namen von Jesus zu handeln und zu sprechen, um dadurch Menschen den Weg zurück zum Vater zu zeigen. But to come one step back, I wonder, have you plugged into your identity in Christ? Have you come back to the Father? Aber ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen und einfach die Frage stellen, hast du das erlebt? Wie du hineingenommen wurdest, wieder eingesteckt wurdest, eingedreht wurdest, wie du zum Vater zurückgekommen bist und in dieses Leben mit Jesus. And in a moment we're going to sing a song and I want to extend an invitation for one of three things for each one. Ja, und gleich werden wir anfangen ein Lied zu spielen und ich möchte eine Einladung aussprechen an all diese drei Punkte. Number one is to accept Jesus. Das erste ist, wenn es dich betrifft, Jesus zu akzeptieren und einzuladen in dein Leben. Maybe you have never done it as an act of faith. Vielleicht hast du das noch nie als eine Tat, ein Akt des Glaubens getan. Secondly, maybe you have never received. Miller said, wait, receive the Holy Spirit. Maybe you have never received it because it is a gift. But I can leave the gift right here and walk away. Yes. Am I receiving the gift of the Holy Spirit? Und das Zweite, vielleicht bist du heute Morgen hier oder schaust zu und sagst, ich habe dieses Geschenk, diese Gabe des Heiligen Geistes, diese Kraft noch nie in meinem Leben erlebt. Und es ist tatsächlich ein Geschenk, was da liegt, was man sich holen darf, was für dich bereitet ist. And number three, und das maybe Dritte. You have received the Holy Spirit, but today you want to fan the flames, you want to fan this gift into a furnace of faith. A furnace of power in the Holy Spirit. Und vielleicht hast du die Gabe des Heiligen Geistes schon empfangen, aber du möchtest sie heute wirklich wieder zur Entfaltung bringen und entfachen lassen, sodass in dir wirklich ein Mut drin ist in deinem Leben, um in seinem Namen zu handeln. And I think sometimes we are scared of the Holy Spirit. Manchmal, da sind wir auch ein bisschen vorsichtig, wenn es um den Heiligen Geist geht. Maybe he will force me. Or take me to places I didn't want to go. Vielleicht zwingt er mich, irgendwelche Dinge zu tun oder irgendwo hinzugehen, wo ich gar nicht hin möchte. But Jesus said, if we ask for a fish or for bread, he will never give us a stone or a snake. Aber das, was Jesus gesagt hat, ist, wenn wir ihn nach einem Fisch und einem Brot fragen, dann wird er uns niemals einen Stein oder was anderes geben. So I wonder if you would like to stand this morning, as we just respond to the word. Vielleicht können wir zusammen heute Morgen aufstehen und einfach darauf reagieren, auf sein Wort heute Morgen. So Jesus, this morning we want to pray for people who need to step into a relationship with you. Jesus, wir möchten heute Morgen für jeden einzelnen Menschen beten, der in eine Beziehung mit dir hineintreten darf, den du einlädst. And it's as simple as putting our faith in you and confessing you as the Son of God. Und es geht ganz einfach. Es ist einfach, seinen Glauben auf Jesus setzen und zu bekennen, dass er der Sohn Gottes ist. Here I am, Lord. Will you be my Savior? Hier bin ich, Jesus. Möchtest du mein Erlöser sein? And secondly, Lord, I want to pray for people who need to receive the gift of the Spirit. Und das Zweite ist, dass ich für Menschen beten möchte, die Gabe des Heiligen Geistes empfangen möchten. Thank you, Lord, that you give without reproof, without condemnation, but you give freely your Spirit to us as believers. Ja, danke, Herr, dass du deinen Geist gibst ohne Bedingungen, ohne irgendwelche anderen Begrenzungen, sondern dass es wirklich frei ist, diese Gabe für jeden Einzelnen. Lord, and for us who have received this gift of the Spirit, but maybe it has died down a bit. Und für uns alle, die wir die Gabe schon empfangen haben und wo das Flackern abgenommen hat, wo die Kraft. Lord, would you come and stir up the embers? Möchtest du kommen und einfach wieder das entfachen. And would you come and fill us afresh and anew with your Spirit? Ignite our spirits in faith. Ja, möchtest du kommen und wirklich uns wieder erfüllen und in uns diesen Geist anzünden und entfachen und in uns Glauben wecken? And we want to say, Lord Jesus, we want to be used by you. Wir, Jesus, wir sagen dir, wir wollen von dir gebraucht werden.
We don't want to keep the good news to ourselves. Wir wollen die gute Nachricht nicht einfach für uns behalten. And we don't want to keep the power to ourselves. Und wir wollen auch nicht die Kraft des Geistes für uns behalten. But thank you that you want to use us to come and ignite the lives of other people. Aber danke, dass du uns gebrauchen möchtest, um das Leben, das wahre Leben bei anderen Menschen anzuzünden. And to allow your light to shine through our lives. Und danke, Herr, dass du das erlaubst und zulässt, dass dein Licht durch unser Leben scheint. So that the lost sons and daughters. So dass die verlorenen Söhne und Töchter. Will find their way home. Dass sie ihren Weg nach Hause finden. Lord, and thank you that you stand with arms wide open, ready to receive every lost son and every lost daughter. Vater Gott, wir danken dir, dass du mit offenen Armen dastehst, um jeden verlorenen Sohn, jede verlorene Tochter mit offenen Armen zu empfangen. And you clothe us. Und du kleidest uns. You put a ring on our finger. Du tust einen Ring an unseren Finger. And you give us the identity of your son. Und du gibst uns die Identität deines Sohnes. Because we are in Christ. Weil wir in Christus sind. And you have come to clothe us with power from on high. Und du kamst und hast uns bekleidet mit Kraft von oben. Lord, your word says that rivers of living water will flow forth from our lives. Jesus, dein Wort sagt, dass Ströme des lebendigen Wassers aus unserem Leben herausfließen werden. And may we just bring this fresh living water wherever we go. Und wir möchten dort überall dieses lebensspendende Wasser dorthin bringen, wo du uns hingestellt hast, wo überall wir hingehen. Thank you, Holy Spirit. Danke, Heiliger Geist. That you are here and that danke, you flow dass du hier bist. In and through us. Und danke, dass du in uns und durch uns arbeitest und fließt.